Ich hab eigentlich keine Erwartung an dich. Ich will einfach nur, dass du so bist, wie du bist. Ob du nun gebildet bist oder nicht. Ob du Sächsisch sprichst oder nicht. Ob deine Haare lang sind oder du ein Corona-Leugner bist. Ist mir scheißegal. Wichtig ist, dass wir unser gemeinsames Interesse haben. Das gemeinsame Wir und dass wir uns vermissen. Egal bei welcher Adresse wir uns befinden. Dass egal wo wir sind, an uns denken. Und immer wieder finden. Immer wieder auf die guten alten Zeiten trinken, an denen wir uns noch nicht hatten. Aber als wir uns gefunden haben, ist all das Erlebte verstrichen. Also hebe dein Glas, denn dieser Beat ist nicht nur für mich, sondern für jeden, der genauso einen besonderen Menschen hat wie ich. Gut, im Prinzip hab ich sie noch nicht, aber unsere Zeit wird kommen, weil für jeden Menschen ein anderer zugesprochen ist. Zugesprochen ist. Yeah, ein anderer zugesprochen ist. Doch, wenn du schon so einen Menschen hast, an dem du so hängst, dass du nicht mehr ohne ihn kannst, dann sag ihm das immer und immer wieder. Das Leben ist kurz und irgendwann kniet er oder du vor dem Ende nieder. Und da möchtest du doch nur an das Gute denken. Möchtest ihm zum Abschied nochmal dein schönstes Lächeln schenken, in Gedanken an die schöne Zeit. Also nimm ihn oder sie in den Arm und lass sie in dein Herz herein. Ja, in dein Herz herein. Okay, ich schweif ein bisschen ab und ich sag dir nun, wie ich bin. Ich bin ein kleiner Teddybär und im Herzen noch ein Kind. Ich liebe den Wind, meine Schale ist zwar rau, aber es steckt Liebe in mir drin. Ich liebe mehr als so mancher, der von der Liebe singt. Ich bleib immer real, egal was andere von mir halten. Und dann denken sie, dass ich spinn, weil ich einen Traum im Herzen behalte, den es vielleicht gar nicht gibt. Aber ich sehe die Liebe und deshalb heb ich wieder mein Glas und trinke auf all diejenigen, die auch so einen besonderen Menschen haben oder genauso besonders sind. Genauso besonders sind, genauso besonders sind wie wir, verloren im Wind. Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, warum ihr euch so wohl fühlt in eurer Nähe? Warum ihr euch jeden Tag wieder aufs Neue annähert? Du weißt das selber nicht, aber annähernd kann ich sagen, weil da Liebe in dir ist. Weil Amor mit Feiern auf dich schießt. Ich besitze nicht viel, aber auch nicht viel Geld. Ich fahre kein Auto und entdecke zu Fuß die Welt. Aber ich weiß ganz genau, dass das keine Rolle spielt bei der perfekten Frau. Weil sich Liebe nicht auf solchen Dingen aufbaut. Und wenn du genauso einen Menschen hast, dann glaub mir, diesem kannst du vertrauen. Dieser ist echt und würde nicht bei jeder Scheiße abhauen und setzt dich egal bei was für dich ein. Also wenn du so einen Menschen hast, dann hebe dein Glas und genieße den Tag und sei froh, dass ihr euch habt. Sei froh, dass ihr euch habt. Und allen anderen, die davon träumen, gib niemals auf, denn irgendeiner hat einen Platz in deinem Herzen für dich frei und dann seid ihr zu zweit und für immer vereint. Genauso besonders sind, genauso besonders sind wie wir, verloren im Wind.